Ich bin live. Hallo, hallo, hallo. Guten Morgen. Animera. Bin ich schon in der Gruppe live? Klappt das auch? Ja. Sehr schön. Schön, dass du da bist. Schenk mir doch gern mal einen Daumen hoch, ein Herzlein. Oder schreib mal Hallo in den Chat, dass ich weiß, dass ich auch für dich gut zu sehen und zu hören bin. Auf meiner Testseite hier klappt's. So. Herzlich willkommen zum Soulmate Live Talk am Sonntagmorgen. Um 9 Uhr. Wie schön, dass du da bist. Sei es jetzt hier live dabei oder später in der Aufzeichnung, wie auch immer. Knackig warm haben wir hier auf Zypern, also es sind jetzt tatsächlich schon mal so 37 Grad tagsüber mit ein bisschen Wind, sodass man es nicht so arg spürt, aber schön. Ich liebe ja Wärme, ich liebe Sonne, ich liebe Meer. Ich liebe es, morgens ins Meer zu hüpfen, am Strand erstmal in den Tag zu starten, mich überhaupt auf den neuen Tag einzustimmen, in aller Ruhe, ohne auf die Uhr zu gucken. Einfach in den neuen Tag starten, mich auf den neuen Tag einstimmen. Und egal, ob es Sonntag, Montag, Mittwoch oder Samstag ist, dass jeder Tag wie ein Sonntag ist, dass ich im Dauerurlaub bin, sozusagen. Wie sehr träumst du davon, auch so frei zu leben? Morgens von der Sonne wach geküsst zu werden und dann mal zu überlegen, an welchen Strand hüpfe ich denn heute Morgen? Also es gibt bei mir immer so vier verschiedene, wo ich morgens zu finden bin und jeden Morgen auf ein neues die Entscheidung treffe oder meinen Körper frage, Körper, wo möchtest du heute hin? Und dort fahren wir dann auch hin und starten in den Tag. Und ja, das war bei mir ja nicht immer so in meinem Leben. Ich bin genauso wie du auch geprägt von unserem Schulsystem, von unserem Gesellschaftssystem. Ja, von Dingen im Außen, von Prägungen, die ich von Elternhaus mitbekommen habe. Und so lange ist es noch gar nicht her, dass ich genauso wie du vom Computer hockte und gedacht habe, wow, die hat gut reden oder die haben gut reden, wenn ich andere da draußen beobachtet habe. So würde ich auch mal gerne leben. Und da würde ich dir gerne mal ganz zu Beginn ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und Punkt mit auf den Weg geben. Das, was du in anderen siehst, sei es jetzt in mir oder wenn du noch andere da auf Facebook oder wo auch immer beobachtest, wo du denkst, wow, so würde ich auch gerne leben, das hätte ich auch gerne. Du kannst diese Dinge nur sehen, weil sie auch in dir angelegt sind. Sonst würdest du es nicht sehen. Und alles, was in dir angelegt ist, ist in dir verborgen bis eben und möchte eigentlich gelebt werden. Das heißt, bitte nochmal wisse, was du in anderen siehst, wo du andere bewunderst oder beobachtest oder Dinge an anderen siehst, die du genial findest, wie sie leben, was auch immer. Das sind alles Dinge, die auch in dir verborgen sind, die du dir bis eben nur nicht erlaubst, sie ans Licht zu lassen. Das kommt immer so deutlich zum Vorschein, wenn ich
Menschen gegenüber sitzen habe, virtuell jetzt meine ich, am Telefon. Und sie zu Papier gebracht haben, so 8 Symbole. Ich habe ja da so eine Variante, wo man mit 8 Symbole wirklich so die geheime Sprache des Unbewussten entdecken kann. Und wenn wir das dann gemeinsam deuten, die Seele, die spricht so eine klare Sprache zu dir in Form von Gefühlen, in Form von Gedanken, in Form von Ideen. Das ist nur etwas, was man uns nie beigebracht hat, dass das im Grunde genommen die einzige wirklich wahre Führung ist für dich, für uns, für jeden von uns, um uns das Leben so zu gestalten, wie wir es wirklich haben wollen und vor allem, was man uns auch nie, also was ich, und ich gehe mal von aus, du auch nicht, in deiner Kinderstube bis eben gehört hast, dass wir hierher gekommen sind, um zu leben, um Freude zu haben, um Spaß zu haben, um Leichtigkeit zu haben, um uns ein gesundes, glückliches Leben zu kreieren, zu gestalten. Sondern da sind ja ganz viele Prägungen über uns gestülpt worden, die ich jetzt gar nicht alle wiederholen will, um dir nicht noch eine Prägung mit auf den Weg zu geben, die du bis eben vielleicht noch nicht gekannt hast, wobei ich vermute, dass sie ähnlich sind, dass wir hart und viel arbeiten müssen, um Geld zu empfangen, um uns unseren Lebensstandard zu sichern, um zu. Und dass man ja nicht alles haben kann und dass das Leben halt mal so ist, wie es ist. Und wenn du mehr Geld verdienen willst, dann musst du mehr leisten, dann musst du mehr arbeiten, dann musst du mehr, keine Ahnung, was auch immer machen, noch Ausbildungen machen, noch Fortbildungen machen und, und. Das sind ja so die Dinge, die wir gelernt haben. Also ich habe das so gelernt, du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch. Und was wäre, wenn du das mal alles hinterfragst? Alles das, was du bis eben für normal hältst, wirklich alles, 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 alles in deinem Leben, was du für normal ansiehst, das ist halt so, das macht man halt so, das ist halt realistisch, bleib mal auf dem Boden der Tatsachen, wo du bis eben wirklich zum großen Teil den lieben langen Tag, wie ich das ja früher auch mal war, funktionierst. Ich kenne es aus meinem früheren Leben. Ich habe morgens noch nicht so richtig die Augen aufgehabt und schon gedacht, oh Gott, was steht heute alles an? Wie soll ich das nur wieder alles bewältigen? Ich habe da keine Lust drauf. Dann ist erstmal wieder am Wecker die Snooze-Taste gedrückt worden, weil mein Körper einfach keine Lust mehr auf diesen Tag hatte, zu funktionieren, mich nach anderen zu richten, es anderen gerecht zu machen, erstmal auf der Autobahn unterwegs zu sein, in der Rush-Hour, um dann 8 Stunden an einem Arbeitsplatz zu verbringen, was mir mehr Energie geraubt hat, als wirklich Freude geschenkt hat. Vielleicht findest du dich da ein Stück weit wieder. Und ich gehe mal davon aus, du hast schon lange so diese leise innere Stimme in dir. Irgendwie muss es noch mehr in meinem Leben geben als das, was ich bis eben vorfinde. Irgendwie muss noch mehr für mich möglich sein. Irgendwie bin ich es leid, Monat für Monat über die Runden zu kommen, auch mit der Geldenergie, die einmal im Monat auf mein Konto fließt. Irgendwie fühle ich in mir so eine Unzufriedenheit, so einen Unfrieden. Das sind alles so die leisen Botschaften von deiner Seele, die dich ganz liebevoll damit darauf aufmerksam machen möchte. Hey, lass uns doch auf den Weg unseres Herzens begeben.
Lass doch mal deinen Seelenplan entdecken. Lass doch mal den wahren Grund entdecken, warum du wirklich hier bist auf der Erde. Lass doch mal Innenschau halten und wirklich herausfinden, wie genau du deine Gaben, deine Stärken, deine Einzigartigkeit, dein Potenzial jetzt wirklich mal leben und auf die Straße bringen kannst. Und wie viel mehr kannst du dich wirklich mal so dem Gedanken öffnen, dass niemand anderes, also es geht jetzt wirklich mal darum, Einladung an dich, mal alle Muster, Prägungen, Gedanken, wie etwas ist, wie etwas nicht ist, wie etwas zu sein hat, wie etwas nicht zu sein hat, all diese Ansichten, die du bis eben mit dir trägst, die ja zu 99% im Grunde genommen auch gar nicht deine sind, sondern die man dir irgendwann übergestülpt hat, wo du dich natürlich auch zur Verfügung gestellt hast, dir diese überstülpen zu lassen, weil es geht jetzt nicht darum, andere im Außen zu beschuldigen, die dir etwas übergestülpt haben. Es hat ja alles irgendwo seinen tieferen Sinn, also auch die Erfahrungen, die du bis eben gemacht hast in deinem Leben, egal in welchem Bereich, hat alles seinen tieferen Sinn. Bei manchen Dingen erfahren wir dann irgendwann, welcher Sinn sich dahinter verbirgt, bei anderen erfahren wir es nie, aber letzten Endes spielt es ja auch keine Rolle, weil unser Kopf will es ja auch eigentlich im Grunde genommen nur wissen, will die Neugierde stillen. Weil letzten Endes ist das Einzige, was zählt, ist, wie du dich ab heute neu entscheidest. Und das finde ich manchmal, also das ist etwas, wie soll ich das sagen, was mir manchmal so ein bisschen in der Seele wehtut, wenn ich mit Menschen spreche und wir auch über die Symbole gesprochen haben, die 8 Symbole, die das Gegenüber dann zu Papier gebracht hat und die Seele eine ganz glasklare Sprache gesprochen hat. Wenn man zum Beispiel das Haus kleiner gemalt hat und das symbolisiert nichts anderes, als dass man sich viel, viel kleiner macht, als man in Wahrheit ist. Oder im Hinblick auf die Schlange, die man gezeichnet hat, wie viel Potenzial, Einzigartigkeit, Gaben und Stärken da sind. Und wie sehr auch deine innere Stimme, die innere Stimme da ist und sagt, hey, lass uns doch mal Dinge im Leben verändern. Ich mag das ein oder andere so nicht mehr. Dann würde ich manchmal so gerne so Format C im Kopf vom Gegenüber machen und so noch mehr darauf hinweisen, wie sehr es doch wirklich darum geht, auf die Seele zu lauschen, auf das Herz zu hören und wirklich sich dieses freie Leben zu gestalten, von dem du schon so lange träumst und auch mal wieder beginnen, groß zu träumen, mal wieder beginnen, alles für möglich zu halten, was da irgendwo in deinem Mind ist und vor allem, da gilt es auch, schnelle Entscheidungen zu treffen. Ein Impuls ist da, eine Idee ist da und dann auch gleich dieser Idee zu folgen. Bring dir mal so 2, 3 Beispiele, damit du weißt, wovon ich spreche oder was ich meine. Und dann kannst du das ja auf dich auch umsetzen, übertragen vielmehr. Wir hatten, ich glaube, das war letzte Woche oder war das schon vor 2 Wochen? Nee, war letzte Woche, glaube ich. So die Idee, mal wieder Minigolf zu spielen. Am Morgen war die Idee da, wir haben gegoogelt, wo gibt es hier Minigolfplätze. Kurze Zeit später saßen wir am Auto Richtung Minigolfplatz und sind diesem Impuls gefolgt und hatten da eine wunderschöne Zeit auf dem Minigolfplatz mit Palmen, wunderschöne Anlage, ganz viel Freude und Spaß gehabt. Diese Woche abends waren wir noch so zum Sonnenuntergang am Strand spazieren und der Mond war zu sehen und da ist uns bewusst geworden, ah, es ist ja Vollmond.
Wie wäre es mal, die Nacht unter freiem Himmel zu verbringen, mit dem Vollmond zu kommunizieren, zu meditieren, einfach mal nachts draußen zu sein in freier Natur, aber jetzt nicht zusammen, sondern jeder für sich, sodass jeder auch auf seine eigene Art und Weise sich auf diese Vollmondenergie einlassen kann, sodass jeder auf seine eigene Art und Weise auch mal beobachten kann, wenn ich so ganz allein mitten in der Nacht irgendwo am Meer bin, in der Walachei, sage ich mal, was kommen da an Gedanken, an Gefühlen, vielleicht auch an Ängsten auf, sich dem auch zu stellen. Und am nächsten Tag war ja schon Vollmond und wir hatten die Idee und sofort umgesetzt. Why not? Statt noch ein paar Mal drüber zu schlafen und zu überlegen, aber vielleicht machen wir das beim nächsten Vollmond. Oder ja, wäre ja schön, wenn man wieder Minigolf spielen kann. Machen wir irgendwann mal. Oder unsere Tochter hat die Woche, Madeleine kennst du ja bestimmt auch, sie ist ja auch ab und zu mal hier live. Ein Gebiet hier entdeckt, auch ein Naturschutzgebiet, wo aber auch viele Obstplantagen sind, wo Natur ist, unberührte Natur, wo es Kühe gibt, wo es Esel gibt mit ihren Kindern. Ich glaube, das war auch erst am Freitag und gestern sind wir hingefahren. Wunderschönen Tag da gehabt, wunderschöne neue Seiten von Zypern kennengelernt. Also Idee gehabt, gleich umgesetzt. Statt zu denken, ja, machen wir irgendwann mal. Mit anderen Worten, ich würde dich gern dazu einladen. Wie viel mehr kannst du beginnen, wirklich so spontan zu sein? Und wenn auch dein Kopf dir erzählt, es geht jetzt nicht, weil, es zu hinterfragen und dann vor allem die Frage zu stellen, was ist sonst jetzt noch möglich? Wie kann es gehen? Wie kann ich es mir möglich machen? Egal, was von was du gerade träumst, was du an Ideen hast, wie viel mehr kannst du auch, das ist auch etwas, was wir so schauen, dass wir das jeden Tag machen, jeden Tag irgendetwas machen, was wir noch nie gemacht haben, um einfach neue Erfahrungen zu machen. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind oder wenn es nur eine klitzekleinigkeit ist, was wird das mit dir machen? Du wirst wieder viel mehr zurückfinden in die Freude am Leben. Wir haben gestern zum Beispiel auch am Strand so ein paar Kinder beobachtet, die total mit sich waren, die Türmchen gebaut haben, die Löcher gebuddelt haben und dann keine Lust mehr. Dann ist das Eimerchen und das Schippchen ist einfach mal zur Seite gelegt worden. Dann ist man ins Wasser, dann ist man wieder raus aus dem Wasser, dann wollte man was trinken. Dann wollte man Eis, dann hatte man wieder Lust, am Strand dann nochmal zu schippen und nochmal das Löchlein, das man angefangen hat zu graben, nochmal tiefer zu machen. Wie sehr kannst du dich nochmal so mit deinem inneren Kind verbinden und Freude und Leichtigkeit haben? Ich meine das jetzt natürlich im übertragenen Sinne. Du musst dich nicht an den Strand hocken. Und Burgen bauen kannst du natürlich auch, aber es gibt so viele Dinge in deinem Leben, sonst wärst du ja auch nicht hier in unserer Community und wärst auf der Suche, wo du zwar Ideen hast oder Gedanken hast, ich würde ja gerne, es dir aber letzten Endes nochmal selbst verbietest oder dir gleich die Geschichte erzählst, das geht jetzt nicht, weil. Egal welches Weil da kommt, es gibt immer Möglichkeiten, etwas sich zu realisieren. Wir hatten zum Beispiel vor ein paar Jahren, das fällt mir jetzt gerade ein, so die Idee, als wir auf Kreuzfahrt unterwegs waren, auch mit einem Kreuzfahrtschiff mal eine Weltreise zu machen. Ich weiß noch so schön, wie unser Sohn auf mich zukam, ich lag da so am Deck. Und er gesehen hat, dass genau die Reederei, mit der wir unterwegs waren, mit dem Schiff, dass die ganz neu jetzt auch Weltreisen anbieten, 3 Monate. Mein erster Gedanke war, oh ja, cool, fühlt sich gut an, genial.
Der zweite Gedanke war dann, oh, das kann ich ja jetzt nicht machen, weil meine Mutter hat damals noch gelebt, die kann ich ja so lange nicht alleine lassen, geht ja nicht. So, und dann habe ich gleich Gedankenstopp gemacht, habe gleich überlegt, okay, jetzt lasse ich mal diese interessante Ansicht los, dass das jetzt nicht geht, weil ich meine Mutter nicht so lange alleine lassen kann. Jetzt, was ist sonst noch möglich? Das fühlt sich gut an, mit der ganzen Familie auf Weltreise zu sein, mit einem Kreuzfahrtschiff. Wie können wir beides miteinander kombinieren? Und schon sind Ideen gekommen, wie es geht. Und schon war der Plan auch gemacht. Die Zeit war organisiert, wann es losgehen sollte. Letzten Endes hat meine Mutter sich dann kurzfristig entschieden, ja, dann doch ganz überraschend damals zu gehen. Und wir haben dann die Pläne doch nicht so umgesetzt, sondern dann gab es so einen Zwischenschritt. Ich will dir damit nur sagen, es gibt immer, immer Möglichkeiten, wenn du nach Möglichkeiten fragst. Weil das Universum ist immer an deiner Seite und sagt immer Ja zu dir. Und wenn wir dann sagen, ich würde ja gerne irgendetwas machen und gleich hinterher schieben, ja, das funktioniert ja jetzt nicht, weil, dann sagt das Universum, okay, es sind zwar hier so viele Möglichkeiten auch für dich da, aber du sagst ja, geht nicht. Dein Wunsch ist mir Befehl. Und schau mal, ich habe hier noch mein Büchlein liegen. Ich habe heute Morgen noch etwas gelesen, was so wunderbar zu diesem Thema passt, was ich hier gerade mit dir teile. Die ganze Welt und alle Details in deinem täglichen Leben zeigen dir deine innere Frequenz. Nochmal, die ganze Welt und alle Details in deinem täglichen Leben zeigen dir deine innere Frequenz. Sie offenbart sich in jedem Augenblick durch Situationen, durch Ereignisse, durch Menschen, durch Umstände, durch Ereignisse, mit denen du zu tun hast. Das Leben im Außen spiegelt dir immer das, was du in dir trägst. Nochmal, das Leben im Außen spiegelt dir immer, immer das, was du in dir trägst. Die ganze Welt und alle Details in deinem täglichen Leben zeigen dir deine innere Frequenz. Ist so eine wichtige Botschaft für dich, die du vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise auch schon mal gehört hast, die man uns, also je nachdem, wo du gerade stehst, wenn du dich schon ein bisschen mit dem Leben, wie das Leben wirklich funktioniert, wie wir Menschen wirklich ticken und wie wir uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen und auch wie die Naturgesetze funktionieren, wie das wirklich funktioniert mit dem Manifestieren. Wenn du dich schon ein bisschen damit beschäftigt hast, wie viel mehr kannst du es wirklich mal annehmen und aufnehmen, dass alles, was du im Außen siehst, an Menschen, an Situationen, an Ereignissen, an Gegebenheiten, an Mangel, an Fülle, an Freude, an Spaß, an Wut, an Hass, an Zorn, an Trauer, alles, einfach alles, was du im Außen vorfindest, ist nichts anderes als der Spiegel deiner inneren Welt. Wie innen, so außen. Ein altes Bibelgesetz. Gehört zwar keiner Religion an, aber das steht schon in der Bibel geschrieben und ist völlig, das sind auch Naturgesetze, die wir einfach nicht auch außer Kraft setzen können. Die gelten für absolut jeden von uns. Wie innen, so außen, hat man uns nur in keinem Schulsystem, in keiner Lehre, in keinem Studium beigebracht, dass jeder von uns sich selbst das Leben im Außen erschafft und kreiert.
Und ja, je nachdem, wo du gerade stehst und wie groß gefühlt jetzt die Challenge für dich ist, das so zu anzunehmen, auch anzuerkennen, zu sehen und dich dem Gedanken wirklich zu öffnen, okay, was ich jetzt hier im Außen sehe, die Disharmonien, die meine Seele mir schickt in Form von Krankheitssymptomen, den Mangel, den ich im Außen sehe, sei es auf meinem Konto oder sei es ansonsten an Gesundheit oder Mangel an Partnerschaft, an Familie, an einem Umfeld auf Augenhöhe, egal was, alles, was du im Außen siehst und erfährst, ist nichts anderes als der Spiegel deiner inneren Welt, ist nichts anderes als das, was du bis gestern ausgesendet hast an das Universum. Und die geniale Botschaft dabei ist einfach, genau die Dinge, die du jetzt im Außen vorfindest, die du so nicht mehr haben möchtest, egal in welchem Bereich, gesundheitlich, privat, beruflich, du kannst heute eine neue Entscheidung treffen. Du kannst dir heute klar darüber werden, wenn alles für dich möglich wäre, und es ist alles für dich möglich. Ich nutze diesen Satzanfang nur so gerne, wenn alles für dich möglich wäre. Wie genau hättest du dein Leben gerne? Wie genau würdest du gerne leben? Wo würdest du leben? Wie würde idealerweise dein Umfeld ausschauen, dein familiäres Umfeld, dein Freundschaftsumfeld? Was würdest du tagsüber gerne machen? Wie würdest du gerne deinen Tag verbringen und wo? Wie genau würdest du dich gerne ernähren? Wenn alles für dich möglich wäre, würdest du da weiter dort einkaufen, wo du bis eben einkaufst, oder würdest du gerne sonst wo einkaufen? Was würdest du gerne zusätzlich deinem Körper gönnen? Der Körper ist der Tempel, in dem deine Seele wohnt. Würdest du vielleicht gerne den Sommer in Deutschland verbringen und den Winter irgendwo in südlichen Gefilden? Oder würdest du gerne die Welt bereisen oder was auch immer? Und wenn dein Kopf dir sagt, das kenne ich alles nur zu gut auch noch von mir früher, ich bin ja mit wenig zufrieden, ich brauche ja gar nicht so viel und. Wie wäre es, wenn das alles interessante Ansichten wären? Alles. Wie wäre es, wenn das wirklich alles, alles, alles interessante Ansichten wären? Und wie wäre es, wenn du alles wirklich mal hinterfragen würdest und dir einfach nur mal einen Plan machst, wenn alles für mich möglich wäre, so genau hätte ich es gerne. Was sendest du da ans Universum aus? Ich habe eben gesagt, das Universum sagt immer Ja zu dir. Das Universum ist immer wohlwollend an deiner Seite. Und nach deinem Glauben wird dir geschehen. Die wird dann wohl schon, vielleicht ganz bald, deine Lebenswirklichkeit ausschauen. Und was da natürlich hilfreich ist, natürlich leben wir in einer materialistischen Welt, und wenn ich von A nach B fliege, mit der Bahn fahre oder wie auch immer, dann ist es ja auch wunderbar, dass es sowas gibt wie Geld. Dass ich fragen kann, hey, was kostet das Flugticket oder was kostet die Schiffsreise oder was auch immer? Und überweist den Betrag, weil Geld einfach da ist, weil Geld einfach an der Seite ist. Wie ein Freund an deiner Seite, wie ein Mann an deiner Seite, wie ein Partner an deiner Seite. Mit anderen Worten, was will ich damit sagen? Solange wir nun mal in einer materialistischen Welt leben, wo Geld ein wunderbares Medium ist, um sich alles das erlauben zu können, was man gerne hätte, macht es natürlich wenig Sinn,
Geld abzulehnen und zu sagen, ich brauche ja nicht so viel. Ja, das wahre Wesen, was wir sind, das geistige Wesen, das diesen jetzigen Körper ja belebt, das diesen Körper eingenommen hat, das braucht kein Geld. Aber der Körper, der braucht Geld. Der braucht Wohlfühleffekte, der braucht eine angenehme Umgebung. Der will gut genährt werden, der will gut gekleidet sein und, und. Wie viel mehr kannst du dich also diesem ganzen Großen wirklich öffnen und das alles auch dir erlauben, in deinem Leben zu empfangen und vor allem auch diese Energien. Es ist ja alles eine große Energie und wie viele Energien hast du bis eben aufgenommen auf der unbewussten Weise, lass uns da mal auch in der Richtung jetzt einen Raum öffnen, die überhaupt nicht zu dir gehören, die überhaupt nicht deine sind, die du wann auch immer, warum auch immer eingeladen hast zu dir, aufgenommen hast, die dich auch bis eben daran hindern, wirklich mal kraftvoll deinen Weg zu erkennen, kraftvoll auf deinen Weg zu gehen und auch dir erlauben, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, all die Energien, die du jemals abgegeben hast an andere, sei es in diesem Leben oder in einem früheren Leben, auch mal wieder zu dir zurückzuholen, dem Universum zu sagen, hey, ich hole mir jetzt mal all meine Energien, all das, was zu mir gehört, all das, was ich jemals abgegeben habe, das hole ich wieder zu mir zurück und dich mal auftanken mit deinen eigenen Energien und diese ganzen interessanten Ansichten, dass du dich mit weniger zufrieden geben musst oder darfst oder willst oder du hilfst ja niemandem da draußen, indem du mitleidest oder indem du dir weniger gönnst, sondern im Gegenteil, je mehr du dir erlaubst, dass es dir gut geht, auf allen Ebenen, beruflich, gesundheitlich und auch privat, ich unterscheide da nicht, das greift alles ineinander, umso mehr kannst du doch wirklich der Beitrag in der Welt da draußen sein, den du eigentlich sein möchtest, deine Botschaft mit der Welt teilen, dein eigenes Ding machen. Und ja, dazu brauchst du natürlich die Klarheit zu dem wahren Sinn deines Daseins hier, wie ich das gerne nenne, Seelenplan. Lebensaufgabe, deine Mission, die du mal mit hierher gebracht hast. Wie viel mehr kannst du beginnen, auf das kleine Kind in dir zu lauschen, das schon so lange dir die Botschaft schickt, hey, lass uns doch auf den Weg unseres Herzens mal begeben. Und deinem Herzen lauschen und schau mal, wenn ich sage, deinem Herzen lauschen auf dein Herz lauschen, deinem Herzen, deiner Seele folge, dein Herz, das hat schon geschlagen, bevor du das Licht der Welt erblickt hast. Der Verstand, der Denker, und es geht nicht darum, den Verstand, den Denker auszuschalten. Der Verstand, der Denker, der hat erst eingesetzt, nachdem du das Licht der Welt erblickt hast. Und wir sind natürlich hier in unserer Welt so geprägt, nur die Dinge zu glauben, die wir mit dem bloßen Auge sehen. Und wenn wir vielleicht mal das ein oder andere Mal in unserem bisherigen Leben mal Dinge gemacht haben, wo wir rückblickend sagen, okay, da habe ich wirklich auf mein Herz gelauscht, aber es ging in die Hose, es hat nicht so funktioniert. Es ist schief gegangen oder was auch immer. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, in allen Erfahrungen, die wir gemacht haben in der Vergangenheit, in jeder Erfahrung steckt ein riesengroßes Geschenk für uns drin. Warum? Weil das Leben immer wohlwollend an unserer Seite ist.
Nur diese Dinge, die sehen wir dann in dem Moment nicht, sondern sind im Zweifel oder erzählen uns die Geschichte. Naja, da habe ich schon mal auf mein Herz gehört, aber das hat nicht dann so funktioniert, wie ich es eigentlich gerne wollte. Wenn bei mir irgendwas nicht funktioniert, wie ich es eigentlich gerne will, dann weiß ich ganz genau, das Universum hat noch großartige Dinge mit mir vor. Da ist gerade noch was am, noch Größeres am Entstehen. Weil letzten Endes deine einzige Aufgabe im Grunde genommen ist, dir klar darüber zu sein, wie genau du leben möchtest. Das wie das in dein Leben kommt, wie das funktioniert, das darfst du dem Universum überlassen. Und wenn du jetzt ehrlich zu dir selbst bist, wenn du schon mal solche Erfahrungen gemacht hast, wie ich das eben so erwähnt habe, dann hattest du eine Vorstellung dahingehend, auch eine Vorgabe dem Universum gemacht, wenn wir jetzt die Situation auseinanderklabustern könnten, wird man mit ziemlicher Sicherheit an den Punkt kommen, dass du dem Universum ganz klar vorschreiben wolltest, das geschieht so auf der unbewussten Ebene natürlich, wie etwas zu sein hat. Dabei hat das Universum was viel Größeres noch mit dir vor, aber du siehst es bis eben nicht. Wie viel mehr kannst du dich diesem Gedanken öffnen, dass das Leben immer wohlwollend an deiner Seite ist und dass das Leben, das Universum, dein Higher Self, wie auch immer du das nennen möchtest, deine Seele, in diesem jetzigen Körper inkarniert haben, um einfach Freude, Spaß und Leichtigkeit zu haben und nicht sich Glaubensmustern und Gedanken hinzugeben, dass das Leben eine harte Schule ist, dass etwas nur auf dem und dem Weg geht, sondern dass das Universum sich freut, wenn du in der Freude bist und deinem Herzen folgst. Und ja, das funktioniert am einfachsten, wenn du wirklich deiner Seele auch folgst, also dem Ruf deiner Seele auch folgst, auch wirklich deinen Seelenberuf daraus kreierst, wirklich die Dinge machst, warum du hier bist, was der wahre Sinn deines Daseins ist. Und das ist die Summe aus den bisherigen Erfahrungen, die du schon gemacht hast in diesem jetzigen Leben. Und dann kommen natürlich auch noch die Dinge dazu, die du mitgebracht hast, diese tiefe innere Weisheit, dieses tiefe innere Wissen, was du mitgebracht hast hierher, aus vielen früheren Leben, die du schon hattest, wo auch immer und wann auch immer, auf welche Art und Weise auch immer. Wie mehr kannst du dich diesen Gedanken wirklich öffnen, dass das Leben, deine Seele, dein Herz nur darauf warten, dass du ihm folgst. Und jegliche Ängste, Zweifel, alles, was der Kopf dir da bis eben erzählt, was wäre, wenn das alles nur interessante Ansichten wären? Ich kann dir von mir und auch von vielen sagen, die ich ja schon die letzten Jahre begleiten durfte, sobald die Entscheidung da ist, ich gehe jetzt da durch, ich erschaffe mir jetzt mein freies, selbstbestimmtes Leben, sind so viele Türe und Tore geöffnet worden, die vorher auch da waren, aber die wir nicht gesehen haben, weil wir einfach wie so mit Scheuklappen in eine andere Richtung unterwegs waren und sie nicht sehen konnten. Atme mal einige Male ganz bewusst aus und nimm das mal auf in dein Mind, in dein System, dass das Leben immer wohlwollend an deiner Seite ist. Und schau mal, vielleicht hast du den Ausdruck auch schon mal gehört, Geld folgt der Freude.
Und da sind wir wieder bei den interessanten Ansichten. Wenn du schon mal Ideen entwickelt hast oder Ideen in dir trägst, was du eigentlich gerne machen möchtest, aber dein Kopf dir bis eben erzählt, ich habe das schon mal probiert, das hat nicht funktioniert. Oder ich kenne da jemanden, der oder die hat das auch schon mal probiert, hat auch nicht funktioniert. Oder was auch immer. Wie kommen wir auf die Idee, dass das ein Maßstab ist, was bis eben mal nicht funktioniert hat, dass das nie funktioniert? Vielleicht war es nur eine der Möglichkeiten, die du probiert hast. Und du hast einfach eine Möglichkeit herausgefunden, wie es nicht funktioniert hat. Dann kann ich entweder sagen, okay, ich gebe auf und ziehe mich wieder in mein Schneckenhaus zurück. Oder, okay, nächste Möglichkeit. Universum, wie geht's? Universum, wie geht's? Und ich sorge dafür, dass es jetzt funktioniert. Ich bin bereit, alles loszulassen, was das verhindert. Und ich bin auch bereit, alle Ideen und Inspirationen aus dem Universum zu empfangen und aufzunehmen, die mir weiter Schritt für Schritt den Weg ebnen in das freie, selbstbestimmte Leben, wo ich hin möchte. Ich mit meiner Familie, mit den Menschen, die mir wirklich am Herzen liegen. Also, welcher Maßstab ist es, wenn ich von irgendjemandem irgendwo mal auch was gehört habe, was ich gerne machen möchte und das hat bei demjenigen nicht funktioniert, dass das bei mir auch nicht funktioniert? Wie kannst du feststellen, ob es bei dir funktioniert, indem du es ausprobierst? Indem du aufhörst, dir die Geschichte zu erzählen, das ist jetzt halt so, das funktioniert jetzt nicht, weil, sondern indem du dich dafür entscheidest, für dich, für dein Herz, für deine Seele, für dein Leben, für deine Mission, die du mit hierher gebracht hast, die in so einem unsichtbaren Rucksack nur bis eben schlummert. Wie viel mehr würde das dein Herz und deine Seele zum Singen bringen, zum Schwingen bringen? Das ist immer wieder bei der Frequenz. Die Frequenzen, die du bis eben aussendest, das ist das, was du jetzt als Lebenswirklichkeit vorfindest. Nichts anderes. Alles, was du siehst, nochmal, hast du dir selbst kreiert, hast du dir selbst erschaffen. Kannst du mal bitte dich dem Gedanken öffnen, was für eine Macht in dir steckt, was für eine Kraft in dir steckt, dass du all das, was du bis eben im Außen siehst, an Situationen, an was auch immer, an Menschen, an Mobiliar, das dich umgibt, an Natur, du hast dir das erschaffen, niemand anderes. So, und was du da so bis jetzt erschaffen hast und die Dinge, wo du jetzt sagst, okay, das hätte ich so nimmer gerne in meinem Leben, du kannst neu wählen, du kannst dich heute neu entscheiden und die Dinge loslassen und dich neu für dich, für dein Herz und für deine Seele entscheiden und die Bühne deines Lebens betreten. Und ja, da kommen natürlich auch nochmal Ängste auf, wenn es wirklich darum geht, auf die Bühne seines Lebens zu gehen. Weil wie oft haben wir zum Beispiel in der Schule an der Tafel gestanden und haben uns blamiert gefühlt, weil der Lehrer uns Dinge gefragt hat und wir konnten es nicht beantworten und so 30 oder 60 Blicke uns anschauten. Vielleicht sind wir auch ausgelacht worden oder was auch immer. Das sind alles Muster und Prägungen, die bis eben im System aktiv sind, die dich unter anderem auch daran hindern, wirklich in dein freies Leben durchzustarten. Und das Beispiel, das ich gerade gebracht habe, das bringt schon so gut auf den Punkt, das sind gar nicht deine eigenen Gedanken, das sind Sachen, die dir irgendwann mal übergestülpt wurden, die du bis eben für wahr hältst. Wir leben in einer Welt mit so vielen wunderbaren Möglichkeiten und Chancen, die nie größer waren als jetzt.
Das hat gerade so die letzten 2,5 Jahre gezeigt, wo so viel Neues entstanden ist. Und wie viel mehr kannst du diese Chance jetzt wirklich nutzen und dich verabschieden von Zweifel, von mangelndem Selbstwertgefühl, von mangelnder Selbstliebe. Weil das ist wahre Liebe zu dir selbst, wenn du wirklich deinem Herzen folgst, wenn du wirklich die Dinge machst, die dir am Herzen liegen. Für dich, für deine Liebsten, für deine Kinder, für deine Beziehung, für deine Ehe, für deine Familie. Und wie viel weniger hat dann in der Folge daraus logischerweise deine Seele auch einen Grund, dir Botschaften zu schicken in Form von Disharmonien, wenn du ihr folgst, wenn du das machst, warum du eigentlich hier bist, wenn du dem wahren Sinn deines Lebens tatsächlich folgst. Fühl da mal hinein, wie sich das anfühlt für dich. Mach das irgendwo einen Raum auf. Öffne das einen Raum. Oder wird es eher eng? Ich kann dir sagen, solange es einen Raum aufmacht, das ist immer deine innere Wahrheit. Solange es eng wird, solange sich etwas schwer anfühlt. Was nicht heißt, dass es leicht ist, sich für sich selbst, für sein Herz und seine Seele zu entscheiden. Da gibt es so einen kleinen, feinen Unterschied. Also die Dinge, die du bis eben als belastend empfindest in deinem Leben, das sind sicherlich Dinge, die du so nicht mehr haben möchtest. Was sich so unangenehm anfühlt, wirklich seinem Herzen zu folgen und da durchzugehen, wo viele auch, und deshalb mache ich dich darauf aufmerksam, so den Fehler machen und sagen, nee, jetzt wird es unbequem, jetzt wird es unangenehm. Das fühlt sich jetzt nicht mal so richtig an, weil, und das ist der entsprechende feine Unterschied auch, unser Stammhirn mag nun mal keine Veränderung. Das hat keine Referenzpunkte dazu. Und damit ist auch gemeint, hinter deiner größten Angst verbirgt sich dein größtes Potenzial, dein größtes Entwicklungspotenzial, wirklich mal die Komfortzone zu verlassen. Und das ist etwas, was unserem System natürlich auch auf gewisse Art und Weise schon mal ja, Ängste verursacht, weil keine Referenzpunkte da sind. Und das darf aber der Maßstab auch sein. Das ist für mich der Maßstab, wenn ich weiß, okay, jetzt wird es verdammt unangenehm. Wenn ich mir dann die Frage stelle, ist das die Veränderung, nach der ich gefragt habe, auf den ersten Impuls lausche und da ein Ja kommt, weiß ich ganz genau, okay, dann ist das der Wegweiser, dann geht es da durch. Da wartet der nächste Quantensprung, da wartet der nächste Entwicklungsschritt. Das entspricht unserer Evolution auch, sich weiterzuentwickeln. Wir sind alle ganz wissbegierig hier auf diese Welt gekommen, bis dann eben von außen viel Wissen über uns gestülpt wurde, das uns gar nicht interessiert hat. Und deshalb haben wir dann irgendwann auch mal oftmals unsere Begierde, Neues zu lernen, unsere Begierde, neue Dinge erfahren zu wollen, also auch Abenteuer und Spaß zu haben, unterdrückt. Wie viel mehr kannst du das jetzt wieder, ja, ans Licht bringen und dir erlauben, das Abenteuer deines Lebens zu starten, dich dem hinzugeben und zu wissen, wenn es unbequem wird, Frage stellen, ist das die Veränderung, nach der ich gefragt habe? Oh ja, okay, dann geht es in die Richtung weiter, dann mache ich Schranke auf und ziehe mich nicht wieder zurück in mein Schneckenhaus. Weil irgendwann kommt Tag X, ist mir bei meinen Eltern so bewusst geworden, dann ist es dann tatsächlich zu spät. Und ich habe mir gesagt irgendwann, okay, das Leben ist viel zu schade und viel zu wertvoll. Es ist so ein großes Geschenk, was wir bekommen haben, um es in vielen Bereichen im Hinblick auf das Potenzial, was ich mitgebracht habe, die Gaben, die Stärken, was du ja auch mitgebracht hast, um das brach liegen zu lassen und irgendwann zu denken, hätte ich doch nur. Gut, Soulmate Live Talk am Sonntagmorgen.
Du hörst wahrscheinlich jetzt zum allerersten Mal, dass du gerne ein kostenfreies Beratungsgespräch in Anspruch nehmen kannst, wo wir mal genau hinschauen, wo stehst du, wo möchtest du hin. Es gibt verschiedene Varianten, wo wir dich begleiten können, sei es 4 Wochen, sei es 8 Wochen. Nach 8 Wochen hast du definitiv schriftlich deinen Seelenplan in der Tasche, weißt ganz genau, wie du deinem Seelenberuf auch folgen kannst. Also wie du deinen Seelenberuf auch daraus kreieren kannst und wie du damit auch Seelenfreude Geld, wie ich das immer gerne nenne, auch empfangen kannst. Und dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass wir dich gemeinsam auch wirklich auf die Bühne deines Lebens begleiten und du dir deine eigene Community aufbaust, die zu dir passt, zu deiner Mission, zu dem, was du mit der Welt da draußen teilen möchtest. Das ist dann natürlich eine längere Begleitung von 6, 8 Monaten oder es gibt auch eine Jahresbegleitung, wo wir noch intensiver an deiner Seite sein. Also du merkst, es gibt verschiedene Varianten, die gilt es auf dich abzustimmen und dazu kann niemand anderes außer du selbst natürlich auch mal die Entscheidung treffen, okay. Ich schaue mal, welche Möglichkeiten ich da habe. Ich bin es sowas von leid, weiterzumachen wie bisher. Mir ist die letzten Wochen und Monate klar geworden. Danke, liebe Seele, für den Hinweis, auch auf der körperlichen Ebene, welche Botschaften du mir da geschickt hast. Und das Universum hat dich hierher geführt und hat mich hierher geführt. Und jetzt folge ich auch diesen Impulsen und folge dieser Botschaft vom Universum und schau mal, welche Möglichkeiten ich da habe, wirklich zeitnah in dem freien, selbstbestimmten Leben anzukommen, wo du gerne hin möchtest. Deshalb habe ich das jetzt in der Ich-Form auch mal formuliert, dass du es mal aufnimmst. Weil es ist definitiv viel, viel mehr für dich möglich, als du bis eben für möglich hältst. Das Leben, das Universum, dein Herz, deine Seele sind immer, immer wohlwollend an deiner Seite. Wie viel mehr kannst du das erkennen und auch wirklich diesem Impuls folgen? Auch dem Wink mit dem Zaunpfahl, dass du heute Morgen jetzt hier dabei warst und meinen Worten gelauscht hast und eigentlich nur noch auf den Link klicken musst, der dann gleich mal hier im Kommentarfeld für dich erscheint. Okay? Hab noch einen schönen Tag. Danke für dein Sein. Wie viel mehr kannst du wirklich deine Größe, die du in Wahrheit bist, erkennen, anerkennen und jetzt dem Ruf deiner Seele folgen. Bis dahin. Ciao.